Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und The Forest hat mal wieder zugeschlagen. Es macht süchtig. Es ist gerade. Ich will unbedingt diese Waffe haben. Die letzten Videos und dieses auch sind quasi alle hintereinander. Hab sie alle quasi hintereinander gemacht. Ich wollte eigentlich schon längst aufhören, aber so. Wie das Spiel nun mal ist, kann man es nicht aufhören zu spielen. Ich will unbedingt diese Pistole haben. Was mir gerade einfällt, ich habe. Ja doch, ich habe es nachgelesen. Wir haben es ja vorhin in der letzten Folge nachgelesen. Das eine Tier, was wir nicht kennen, scheint wohl ein Waschbär zu sein. Und ich könnte schwören, ich habe noch nie einen Waschbär hier gesehen. Aber vielleicht verwechsel ich das auch immer, diese Waschbären mit den Waranen und denke mir nichts dabei. Müssen wir mal gucken. Oder wir waren noch nie so richtig in dem Gebiet von denen, aber ich glaube, wir waren schon überall. Eigentlich müssen wir schon überall gewesen sein hier bei der Karte. Hau ab. Werden wir nochmal finden. Nochmal ein, zwei Rehe brauchen wir auch. Habe ich gesehen? Nein. Was zu essen brauchen wir auch immer unterwegs. Und ja, weiter. Bleib hier. Ja, mein Pfeil, du Dieb. Na, diesmal habt ihr mich nicht erschreckt. Mal kurz gucken. Unser erstes Ziel ist nämlich schon komplett falsch. Scheiße. Kompass. Müssen wir nur wissen, wo wir Norden und Süden waren. Ich glaube, wir müssen nach Westen. Ja, Westen müsste da sein. Gucken wir mal. Laufen wir mal 10 Meter nach Westen und gucken, ob das richtig war. So, das waren jetzt 10 Meter nach Westen. Und ja, wir müssen ein bisschen nach da. Hinter den Einsee soll oberhalb ja noch was sein, was man aufsprengen kann. Gib's zu, ich hab's wieder nachgelesen. Und das sind Kannibalen, Gott sei Dank können wir gerade nicht. Gucken wir nochmal auf die Karte. Genau, wenn wir den See gefunden haben. Denke ich mal, werden wir das Wörtchen auch schnell finden, nur die Stelle. Und bei dem großen Lager ist das. Also an einer Seite vom großen Lager geht es eine Art zur Küste. Und man kann quasi auf die Küste blicken, wenn man den Ort findet. Das sollte es auch noch mal einfacher machen. Da haben wir nämlich die falsche Ecke, nämlich gesagt. Ich glaube, da oben war das. Ah, oh, noch mal kurz was essen. Oh, es regnet mal wieder. Fantastisch. Weil zu Hause die ganzen Behältnisse, die ich mal gebaut habe, haben ja schon seit Ewigkeiten kein Wasser mehr gesehen. Es regnet einfach zu wenig mittlerweile in diesem Spiel. Ich hätte gedacht, hier oben irgendwo. Doch ein bisschen weiter hinter, ich habe es übersehen.
Ich hätte schwören können, wir sind hier richtig. Mensch. Dauert mir schon wieder zu lange. Ich habe das gehört. Nee, war der Baum. Also bisschen tiefer von unserem roten Punkt. Da war es markiert. Ja, vielleicht war es doch da unten. Nee, ich glaube nicht, dass es hier unten ist. Guck trotzdem mal. Aber wir sind hier mal lang gelaufen. Genau, hier ist das kaputte Brötchen. Aber hier ist nichts. Manu. Ah, da musst du jetzt sterben. Aber einen Höhleneingang haben wir gefunden. Den kannte ich noch nicht. Aber ich will lieber den Ort finden, den ich in die Luft jagen kann. Was sein kann, ist, dass meine Quelle vielleicht veraltet ist. Das kann sein. Das Spiel hatte mehrere Update-Phasen, war ja Early Access und das kann natürlich sein, dass meine Informationsquelle einfach veraltet war. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Blind? Ah! Ich bin blind. Bin bestimmt fünfmal dran vorbeigelaufen. Ärgert mich das schon wieder. Mach an. Oh, man kann Bäume wegsprengen. Wow! Drei Bäume weggesprengt. Cool. Waffenteil. Munition. Ja. War mir wieder ein Kopf, aber mehr nicht. Okay. Jetzt müssen wir nochmal zur... Ach. Eigentlich egal, wo wir hinlaufen, ne? Ich glaube, wir brauchen noch mal... Nee, kein Licht. Den Kompass. Ich weiß gar nicht mehr, wo oben Norden war. Ich glaube, wir müssen nach Süden, ne? Ah, er bewegt sich nach Süden. Fantastisch. Wenn er sich live mitbewegt, dann kann man ja viel besser laufen. Ah, das mit dem ersten Punkt hat viel zu lange gedauert.
Ich hoffe jetzt, dass wir die Waffe hier in dieser Folge komplett fertig kriegen. Oder zumindest die Punkte alle gesammelt haben. Ich trinke nochmal einen Schluck. Aber wenn man hier echt so viel... Es ist ja eigentlich hier so eine Schatzsuche. Aber wenn ich die hier habe, die Waffe, ja, dann erwarte ich aber, dass die Kannibalen mit einem Schuss fallen. Kann ich mir nicht vorstellen bei den Waffen von damals. Die werden wahrscheinlich genauso viele aushalten wie bei den Pfeilen. Da haben wir noch irgendwas, das... Nee, roh mag ich nicht. Getrocknet. Ist gut. Warum hustest du, Junge? Krank? Nö. Also ich bitte dich, mal auf hier rumzuhusten. Das verrät nur unsere Position. So, dann trinken wir mal ein Soda. Damit die Ausdauer sich wieder schneller herstellt. Und dann weiter. Mann, die sind schon am Laufen hier. Also in echt würde ich 5 Meter laufen und erstmal 10 Minuten hecheln. So, Ausdauer ist wieder oben. Laufen. Schade, dass wir nicht bei 7 Days to Die sind. Da könnten wir jetzt quasi ein Bier trinken und minutenlang erstmal laufen. So, holen wir mal das Katana raus. Wenn wir wieder hier sind, können wir ja mal wieder Getränke holen. Und nochmal gucken, ob ein neues Dynamit da ist. Aber ich glaube nicht so schnell spawnt das nicht, ne. Ei, Jugend, nach unten. So eine Hütte. Kann man ja überall runter gucken. Ah, wir wissen jetzt auf jeden Fall, auf welcher Seite das ist, aber so richtig... Oh, Matsch. So richtig eingegrenzt ist das noch nicht. Ich dachte gerade, hier wäre es, aber hier ist es nicht. Das ist auch nicht schade.
Nee, ich dachte gerade, es wäre doch, aber es ist nur ein verkackter Stock. Naja, es sind zwar keine Bäume, aber ist es auch nicht. Noch mehr Matsch. Jetzt haben wir die doppelte Ladung Matsch auf unseren Gesichtern. Ah, hier ist nichts. Scheiße. Eisendreck. Stimmt, vorhin hat es ja nur kurz geregnet, ne? Oh, noch mehr Matsch. Ah, jetzt sind wir sauber. Jetzt haben wir uns mit dem Matsch sauber gerieben. Okay, man kann nur einmal Matsch haben. Ja, also... Richtung Küste und... ja. Gute Frage. Ich bin jetzt einfach mal so frei. Ich gucke jetzt nochmal. Ich gucke jetzt nochmal. Ah, jetzt funktioniert die Map hier nicht. Verdammte Angst. Ich kann den Punkt da nicht erkennen. Man könnte runter, links und rechts. Gegenüber einer Landzunge. Hoffentlich werden wir jetzt noch nicht gekillt. Short Distanz vom Süden, nahe dem Ozean. Ja, das ist doch eine Scheißbeschreibung. Jetzt wird es schon wieder dunkel oder was? Hm. Ah, Windows lässt mich gerade nicht ins Spiel. Jetzt bin ich wieder da. Südlich vom... das kann ja wieder alles sein hier. Jetzt wird es auch noch dunkel. Mal Licht an. Also auf der Karte sah es ja auch mit den Inseln irgendwie anders aus. Da war so eine Art Landzunge, also so ein bisschen was noch zum weiter weggeht, aber ich sehe hier.
mich das auf. Ich holze den ganzen Wald hier nieder. Nee, sieht alles komplett anders aus, wenn man so guckt, als von der auf der Karte, die ich da hatte. Wo sind wir denn überhaupt mittlerweile? Ja. So richtig südlich vom Dorf sind wir ja auch nicht mehr. Jetzt sind schon einmal drumherum. Oh, getrocknet. Oh, wir haben uns vorhin vergiftet oder so. Weil wir mehr Lebensenergie verloren. Ich habe keinen Bock, jetzt hier nochmal wegzugehen. Waschbär haben wir bisher auch nicht gefunden. Ist die Stelle. Na, sind wir schon fast wie beim Dorf. Nee, schade. So richtig gut versteckt wieder, dass man auch nicht per Zufall so drauf trifft. Also ohne irgendwelche Informationen kannst du dich hier zu Tode suchen, aber wir sind ja wieder bei der Hütte. Ich hätte wirklich gedacht, dass das, die Bäume müssen noch recht nah an der Küste stehen. Oh, das ist ein Stein. Wir waren auf der falschen Seite.
Also, wenn ihr von dem Dorf kommt, das Haus, was alleine steht, seht, und ihr kommt geradezu auf das Haus, dann nach rechts, sind nach links gelaufen. Und dann einfach hier die Küste lang, und das stimmt. Ich glaube, so war das Bild, so ungefähr. Man hat hier die beiden Bäume und dazwischen ist es. Und man sieht da hinten die Küste. Also eigentlich so einfach hier den Rand lang gehen, bis man es findet eigentlich. So gesehen doch ganz einfach. Aber ich laufe natürlich wieder überall hin, wo ich nicht hinlaufen soll. So. Ah, Bambi, bleib stehen. Ah, Bambi hat sich geopfert. Kann ich dir helfen, Bambi? Bleib doch mal. Bleib doch mal. Bleib doch mal. Bambi. Ach, scheiße. Kriege ich nicht hin. So, haben wir natürlich wieder Bäume weggesäbelt. Hier, Bambi, nimm das. Schlacht dich mit Holz. Ohne Uhr haben wir auch gefunden. Aber die kann ich nicht mitnehmen. Hab schon genug Uhren. So. Ja, dann, tja, mache ich einen Break? Mache ich keinen Break? Einmal quer wieder rüber. Komm, das machen wir jetzt schnell. Was zu essen hier? Ist ja verdorben. Dann snacken wir jetzt. So. Karte raus. Und ab nach vorne. Die Map nervt ein bisschen. Kann ich auch. Geh weg. Keine Zeit. Wo ist meine Heimat? Da. Hab keine Lust, mich jetzt mit Kannibalen anzulegen. Wir haben eine Mission. Die Mission heißt Kanone. Wenn ich hier keine 9mm oder einen Glock finde, dann nehme ich auch diese alte historische Waffe. Direkt vor uns, ne? Aber ist mir Wumpe, wir laufen. Über Stock und Stein. Geben Speed. Was ist das denn? Scheiße. Laufen wir dran vorbei. Wir müssen noch bald bei unserer Basis sein. Der läuft parallel von uns. Schneidet uns den Weg ab, die Ratte. Da laufen wir gerade wieder unserem Camp vorbei. Weiter, weiter, weiter. Scheiße, scheiße, scheiße. Der sucht Stress. Der lässt sich nicht so leicht ablenken. Oh, hier ist ein kaputter Baum. Hier war ich mal. Mist. Geht doch nicht weiter. Das ist wie ein anderes Knochen, oder? Ah, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Ne, die Angeknabberten gehen auch weg. Ist ja doof. Die Angeknabberten... Sträuche. So, schnell zu. Was zu essen? Ja.
Getrocknet, getrocknet. Alles gut. Trinken. Essen. Weiter. Jetzt wieder hinhängen. Und nehmen, dann ist es wieder okay. Trotz Regen, hier ist nichts. Wahrscheinlich muss es hier bei uns regnen, wenn wir hier gerade aktuell sind. Jetzt kriegt das Spiel das bestimmt nicht mit. Aber mir fällt gerade ein, wir haben ja keinen Waschbär gekillt, ne? Aber ist mir jetzt Wurst. Geht's jetzt ohne Waschbär ins eiskalte Gebiet. Denn wir müssen da, wo wir immer angelegt haben, auf der einen Seite, wo wir, wenn wir das Dorf platt machen wollten, wir müssen dann mit diesem Fluss gerade folgen. Und dann kommen wir zu dem See. Also dieser Fluss, wo ich dann Wasser geholt habe, vor ein, zwei Folgen, und dann nochmal unsere Flasche aufgefüllt haben. Da müssen wir hin. Und wir werden auch gleich nochmal zum Boot laufen, mit dem Boot dahin paddeln. Weil dann kommen wir einfach nicht an, ja, an Kannibalen vorbei, weil die laufen da ja quasi immer lang. Und ich habe jetzt keine Lust, jetzt hier noch 10, 20 Minuten zu kämpfen. Wir wollen die Waffe fertig bauen und die Teile finden. So, nur ein kleiner Abschnitt. Ach, die Sonne geht auf, es geht weg. Wo ist mein Boot? Zack. Mal ganz kurz von dem Boot auf das Boot. Kann ich das hier noch abbrechen? So, ich weiß aber nicht, wo ich noch was gebaut habe. Mich hat es nur genervt, dass es immer noch angezeigt wird. So, Paddelmeister. Paddel. Und das Essen, was hier ist, nehme ich gleich alles mit. Ja, oder ein Teil davon. Gucken wir gleich mal. Weil wenn wir frieren, kriegen wir ja keine Ausdauer. Vielleicht kriegen wir ja Ausdauer, wenn wir was essen. Und gut ist auch, dass er hier beim Rudern keine Ausdauer verbraucht. Das finde ich sehr gut. Oh, da ist aber Wasser drin. Vielleicht regnet es einfach nicht komplett auf der ganzen Karte. Also mal gucken, ist es noch schlecht? Gut, getrocknet, getrocknet. Essen. Das Ding ist roh. Dann hänge ich das mal wieder hin. Nehme den mit. So. Trinken. Weiter. Hopp, 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 hopp. Ganz kurz fehlt uns noch Wildschwein. Ihr braucht nur, nö. Wildschwein haben wir genug. So, diesen Bach ist ja, der plätschert ja hier runter. Hier müssen wir gleich da oben weiter folgen. Kurz an unsere Ausdauer denken. Ah.
Ach, das habe ich nicht bedacht. Das habe ich nicht bedacht. Ist ja ein Dorf. Aber ich lasse jetzt mal Dorf Dorf sein. Interessiert mich jetzt nicht. Und weiter hoch. Mal ganz kurz gucken. 2 Seile, Tücher. Es fehlt echt nur dieses eine Vieh. Dieser Waschbär, den ich noch nicht gesehen habe. Ja, ist kalt, ich weiß. Kannst nur meckern. Nur meckern kann er hier. Mir ist kalt. Ja, mir auch. Wir dürfen uns hier auf jeden Fall nicht in einen Kampf verwickeln lassen. Ah, hier ist der See. Und ich glaube, hier war das jetzt kein, also auf dem Boden irgendwas, worauf wir achten müssen. Ich glaube, das war ein Kreuz, ein X. Ein bisschen weiter. Ah. Ja, wird gerade richtig kalt. Wenn es mal wieder schnell gehen soll. Da hinten wird es wieder wärmer, war noch gar nicht, ja. Dann gehe ich mal kurz Wärme tanken. Hier geht's ja auch einen Bach lang. Ich weiß, das war nicht direkt an dem See. Das war noch so ein bisschen weiter hinten. Essen nochmal. Ich guck nochmal. Guck nochmal nach, was die Quelle sagt. Sie sagt, sie lädt. Snow Lake. Das muss der Snow Lake sein. Mountain Grave Area. Aber es ging ja bergab. Ging ja gerade bergab. Vielleicht war es doch der falsche See. Hier plätschert hier auch was. Aber ich glaube, das ist er nicht. Geh nochmal zurück zu den anderen. Mal kurz Ausdauer. Da geht's hier noch weiter hoch.
Ah, da kann man wieder durchgucken. Hier sieht es oben schon kalt aus. Ah, keine Ausdauer. Nee, also hier oben ist nichts mit Kreuz. Ah, ein bisschen zu hoch, eh? Frieren wieder. Oh nee, Kannibalen hier kann ich nicht gebrauchen. Rennen mal, wir sind ja letztes Mal nicht da runtergerannt. Gibt's leider kein Fell, schade. Ach nee, Kannibale, geh weg. Ich habe keine Lust und Ambition, in dieser Scheißkälte mit dir zu kämpfen. Danke, Axt. Mal, da kommen noch mehr. Oh, ich bin blutüberströmt, ja. Also wir sind quasi um den See ja schon rum, aber ich habe nichts gefunden bisher. Und wir frieren und frieren und frieren. Jetzt den Arsch ab. Wird's hier besser? Nee. Verdammte Axt. Wo ist es? Wo ist es? Das hier? Yes! Hier ist kein Kreuz oder so. Soll mir jetzt Wurst sein. Und ist doch ziemlich nah am Baumfeld! Ein Seil brauche ich nicht. Haben wir jetzt die Waffe komplett? Galt, ist galt, ist galt. Aber ich renne jetzt hier mal raus. Wo es warm ist. Und dann versuchen wir das Ding mal zusammenzusetzen. Also einfach, wenn ihr dem Fluss folgt, nach oben, quasi hinten rechts war das so ein bisschen dran. Also zur Not einfach mal, so wie ich gerade auch, den See ablaufen. Und dann findet man das auch mit Glück.
Stellen wir uns mal hier Gebüsch rein. Müssen jetzt alle Teile gewesen sein hier. Na? Yes! Dam-dam-dam-dam-dam-dam. Was können wir jetzt machen? Taschenlampe. Nee, brauchen wir nicht. Ausrüsten wäre ganz cool. So. Ausrüsten. Mach mich nur ganz kurz sauber da unten und dann. Da ist unser Boot. Machen wir uns sauber und dann schießen wir mal auf jemanden. Ah, hier haben wir ja mal eine wilde Orgie gefeiert. Mit Bäume fällen. In der Folge Kettensägen-Action. Ah, schön stopfen. Kugel kriege ich nicht raus. Spaß gemacht. Fuck, das war daneben. Ein Schuss. Irgendwo getroffen. Okay. Wie viel haben wir noch? 14. Also diese Dinger, ja. Diese Kugel, diese Waffen von damals. Also man war nicht instant tot. Die haben ja ein kleines Kaliber. Das war ja vielleicht so Murmelgröße. So, ich gehe mich jetzt waschen. Hui. Wo ist unser Bötchen überhaupt? Ja, ich renne jetzt nochmal zum Bötchen und würde sagen, das war's. Wir haben die Waffe komplett gefunden. Hat Spaß gemacht. War eine ganz schöne Sucherei. Obwohl ich Tipps noch gelesen habe, wo das ungefähr ist. Aber ich glaube, wie gesagt, ich habe da gerade kein Kreuz gesehen. Auf dem einen Foto sah es aus so wie ein Kreuz oder so ein X. Ja, das war wohl nichts. Nix mit Kreuz. Wenn es euch gefallen hat, scheiße. Wo ist mein Boot? Da sind ein Haufen Kannibalen. Wo ist mein Boot? Da war doch mein Boot. Ich bin mit. Hä? Oh, Kannibalen, geht weg. Ich will nur zu meinem Boot. Ja, ich bin Captain Heinrich. Hallo. Ja, ich find's auch lustig. Nee, geh weg. Ach, Ausdauer. Wo ist meine Ausdauer? Lauf, 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 lauf. Ich habe keinen Bock, da jetzt so einen Kannibalenstammplatz zu machen. Goodbye, ihr Pisser. Ja. Und so wie ich mich jetzt von den Kannibalen verabschiede, verabschiede ich mich nicht von euch. Nicht so, nein. Wenn es euch gefallen hat, dieses kleine Abenteuer, lasst gerne einen Kommentar, ein Like. Natürlich würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Captain Heinrich.